So, hallo und guten Morgen. Es wird jetzt das Unboxing folgen. Es ist gerade 8 Uhr in der Früh und habe es gestern Abend einfach nicht mehr geschafft, das Ganze auszupacken. Und deswegen werde ich das jetzt nachholen. Um 10 Uhr geht es dann weiter in die Tschechei zum Abfilmen von den Neuheiten, die dabei sind oder anderen Sachen. Ich hoffe, der Tag wird heute genauso schön, wie er nicht gestern war. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Ich hoffe auf bestes Wetter. Es sieht zumindest im Moment gut aus. Wünsche euch gleich viel Spaß beim Unboxing. Ich bin noch richtig müde, also verzeiht mir alle Fehler, die ich machen werde beim Unboxing. Bis gleich. So, dann wären wir hier auch schon beim ersten Paket. Es gibt heute in Anführungsstrichen nur 4 Pakete. Der Wert ist recht ordentlich, wer fragen wird. Es sind um die 1000 Euro gewesen. Es sind aber recht schwere, 2 große Kartons. Ich werde jetzt mal anfangen, hier das auszupacken. Ich habe es gestern wirklich nicht mehr geschafft zu öffnen. Bin sehr gespannt. Ich freue mich wahnsinnig drauf, was drin ist und wie es aussieht, die ganzen Neuheiten. Dann fangen wir mal an. Oh ja, okay, man sieht hier schon die ganzen kleinen Teile, deswegen war das Paket auch hier das schwerste. Wo fange ich denn am besten an? Also was haben wir hier alles Schönes? Einmal Kanonenschlag von Nico Feuerwerk, 10 Stück. Dann die Big Flashing Thunder 2. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr passen und nicht wieder scheiße sind. Aber dazu gibt es später auch einen Vergleich in der Tschechei und der kommt die nächsten Tage online, wie gut sie wirklich sind. Verglichen zu allen anderen Bombenrohren, da packe ich wieder eine ganze Reihe aus. Dann hier King Cobra, ist nicht die einzige Packung, die ihr sehen werdet, es sind ziemlich viele. Insgesamt glaube ich um die 20 Packungen. Man muss ja irgendwie vorsorgen, ne? Wenn die schon gut sind. Auch wenn der Preis hoch ist, wenn man sich leisten kann, denke ich, würde ich eher zu denen greifen. Wobei die schon meiner Meinung nach ein bisschen überteuert sind. So, das waren jetzt insgesamt 8 Packungen. Dann hier sind einmal noch die Thunder Cubes von Leslie. Die werden später auch noch verglichen gegen andere kubische Kanonenschläge. 2 Packungen zum Testen. Dann hier nochmal die Big Flashing Thunder 2. Einfach mal von der ersten richtig guten Charge. Wenn sie denn gut sind, mehrere bestellt. Hier ist nochmal eine Packung. Das glaube ich mal noch mit 3 Stück. Dann hier die Diablo JR4. Dürfen, denke ich mal, nicht fehlen. Die sind auch anders verpackt dieses Jahr, wie ich sehe. Die haben hier so eine Plastikverpackung. Und letztes Jahr waren sie nur eingeschweißt in Plastik. Finde ich, sieht so schön aus, ehrlich gesagt. Ne, wenigstens mal was Schönes, dass es besser geworden ist. Hier noch rote Korsaren. Eine Packung. 2, 3, 4, 5, 6. Ihr werdet später auch nochmal eine Übersicht sehen von allem, was ich jetzt gerade auspacke, also keine Angst, ihr verpasst nichts hier auf der Kamera, wenn ich die gerade auspacke. Ach ja, hier sind noch King Cobras. Nochmal 4 Packungen. Jetzt wären wir schon bei 12 Packungen. Dann hier einmal die Crazy Cat von Veko. Die habe ich nicht bestellt, ein Kumpel von mir bestellt. Ja. Ich kann leider nichts dazu sagen, weil ich sie nicht kenne.
Dann, ah ja, das ist nur das Batterienzeugs. Hier einmal die Ice Things von Blackbox. Die Shrill Bill, die habe ich letztes Jahr nicht mehr bekommen. Dieses Jahr wollte ich sie noch unbedingt. Ihr werdet bei mir übrigens in der Silvesterbestellung, die meisten Batterien sind einfach nur zusammengewürfelt von den Effekten her, die mir gefallen hat, haben. Also ich bin nicht irgendwie jemand, der sich da sein Riesenfeuerwerk zusammenbastelt aus zum Beispiel drei Batterien von derselben Sorte und die dann ins Finale schießt. Also das mache ich halt nicht gerne und ich schieße einfach verschiedene coole Batterien und das war's dann. Dann hier die Special Edition Nummer 4 von Röderfeuerwerk. 300 Schuss, römisches Licht. Mit grünen Kometen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die bestellt habe. Ich glaube, ich wollte die einfach mal ausprobieren. Vielleicht hat sie auch ein Kollege bestellt. Es müssten aber auch zwei sein, deswegen eine für mich, eine für einen Kumpel. Dann, was haben wir hier? Die Sipja von Pyroart. Auch für einen Kollegen bestellt. Ja, jetzt packe ich die mal nicht alle aus, sondern zeige ich euch noch hier drin. Die Symphonie von Blackbox. Das drunter ist die Erzengel. Dann hier haben wir die Schwarze Witwe. Hier von Panda die Blue Angel. Ich fand die richtig schön mit dem Schweifeffekt in der Luft. Genauso wie die Shrill Bill. Deswegen bestellt. Hier ist die Rote Drache von Blackbox. Dann hier die Crying Wolf, also einige werden vielleicht sagen überteuert, Heuleffekt und so weiter. Mir hat die übelst getaugt, die verschiedenen Heuleffekte, deswegen habe ich sie gekauft und einfach mal zum Probieren. Dann, was ist hier drunter? Das hier ist die Top Secret von Jorge. Dann hier hinten haben wir einmal die New Generation von Jorge, die 6. Und hier drunter ist noch die Show of Fireworks, das weiß ich auswendig. Also alles hier der Batterienkarton. Nicht so spektakulär, der nächste Karton wird spektakulärer. Sind mehr Neuheiten, mehr Raketen, mehr Kleinzeug drin. Bis gleich. So, dann kommen wir zum nächsten Karton. Ist ein kleinerer Karton, wie ihr sehen könnt. Ja, bin gespannt, was drin ist. Machen wir den gleich mal auf. Ein großer kommt übrigens noch. Ja, hier wieder nur Batterien. Schade, ich dachte, da ist Kleinzeug drin. Aber dann ist es wohl der nächste Riesenkarton, wo wieder alles drin ist. Also wir haben hier die Virus. Roter Drache, dann das hier müsste... das hier ist die... Venus. Vom Blackbox. Also alles Blackbox-Batterien. Ah, Venom, sorry. Die Venom, zweimal. Virus, hier oben. Und hier unten roter Drache. Also gab es nicht wirklich viel zu sehen. Ich hole den nächsten Karton. Bis gleich. So, und jetzt hier der größte Karton. Ich habe schon kaum mehr Platz mehr hier zum Auspacken. Aber wird schon. So, was haben wir hier Schönes? Also schon mal Raketen, das ist schön. Hier nochmal die Big Flashing Thunder 2. Dann einmal Ring Rockets. Dürfen, denke ich mal, nicht fehlen an Silvester. Sind einfach eine der besten Raketen. Haben eine große Ausbreitung. Ich hoffe, dass die wie jedes Jahr genauso gut sind.
Von Nico übrigens, falls das wer nicht weiß. Dann hier die Dock 12 Batterie von Blackbox. Oh, schön. Hier einmal die Ghost Scream Rockets. Bin ich gespannt, wie die sind. Das sind so kleine Kugelraketen, Kugelkopfraketen von Beko mit einem Heuleffekt beim Aufsteigen. 4 Stück in einer Packung, recht teuer. Deswegen hoffe ich doch mal, dass die gut sind, aber ja, Beko ist ja bekanntlich nicht so gut. Dann hier nochmal King Cobra, wer hätte es gedacht? Und nochmal. Und nochmal. Und nein, das war's nicht. Okay. Dann haben wir hier einmal Magical Shots, 30 Schuss, römische Lichter von Beko. Sind ja neue dieses Jahr. Ich hoffe, dass die gut sind. Zweimal. Meine Freundin liebt römische Lichter. Ich glaube, da wird sie damit richtig zufrieden sein, wenn es 30 Schuss sind. Wenn die dann auch so gut und weit schießen. Wie die römischen Lichter von Keller, weil die finde ich nämlich wirklich top. Dann hier einmal das X7 Bombenraketenset von PyroArt. Ist für einen Kollegen von mir. So, dann Flashbang, auch für einen Kollegen, die diesjährige Version. Ich habe genügend, ihr habt es gesehen in meinem Restevideo, 13 Packungen, waren es nicht sogar mehr. Ich glaube, ich brauche keine mehr. So, dann hier wieder King Cobra. 3 Packungen. Hier, ja, sieht mir wieder nach Jorge-Vulkanen aus, glaube ich aber irgendwie nicht. Ich glaube, dass da was anderes drin ist. Aber das wäre eine typische Packung hier für Jorge. Das könnte ein Ultralux sein wahrscheinlich. Ach nee, doch nicht. Ja, genau, ganz vergessen. Die Moskitos. Und zwar so viele Packungen. Da wird man echt glücklich, glaube ich, damit. Also das sind, glaube ich, wir müssten 697, nee. Keine Ahnung, wie viele Packungen das gerade sind. Ich habe leider auch meine Bestellung nicht mehr im Kopf. Und kein Platz mehr. Dann hier einmal Rauchbälle bunt. Insgesamt, glaube ich, zweimal. Irgendwo müssen die noch liegen. Dann hier King Cobra von Fire Event. 2 Packungen. Hier Ultralux Starklichtbrenner von Blackbox. Auch genannt Breslauer Feuer. Ich hoffe mir viel von den Teilen. Deswegen habe ich mir 2 bestellt. Für einen Kollegen auch noch einen. Und für einen zweiten Kollegen auch noch einen. Die hoffen auch, dass sie gut sind. Ja, die hatte ich gerade schon. Dann geht's hier weiter mit Kanonenschlag. Komischer Kanonenschlag von Nico. Auch für einen Kumpel. Der hat die dreimal bestellt. Der hatte nicht so viel Geld für mehr. Dann hier einmal Jorge. Die Crazy Whistling Comets. Habe ich auch wieder jedes Jahr dabei. Finde die immer wieder geil. Rasante Schussdauer. Rasante Schussabfolge. Und ziemlich lang, also da haben die Nachbarn jedes Jahr geguckt. Muss ich sie dieses Jahr wieder ärgern damit. Dann hier einmal Rauchfackeln in jeder Farbe, zweimal. Machen mir Spaß und meiner Freundin umso mehr. Deswegen gleich bestellt. Machen wir hier weiter und das Ganze kommt am Ende. Hier die Dragon Rockets von Beko. Auch eine Neuheit dieses Jahr. Zwölf Stück in einer Packung. Preise kann ich euch hier leider nicht aus dem Kopf nennen, sonst müsste ich die ganze Bestellung im Kopf haben und hier eine Bestellliste liegen haben.
Die kubischen hatte ich gerade schon. So, dann haben wir einmal hier zweimal Celebration Cracker von Leslie. Hat man auf diversen Videos schon gesehen. Ich werde sie noch testen, weil ich sie noch nicht hatte. War damals nicht verfügbar im November bei Röder. Deswegen zweimal bestellt. Einmal fürs Genießen, einmal fürs Zünden. Hier haben wir die JR4 Raketen von Jorge. Nochmal. Wie gesagt, schöner verpackt hier mit einer so einer Plastikhaube. Dann hier nochmal. Roter Quasar. Drei Packungen. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Die Big Flashing Thunder von Weko. Dann hier. Oh, tolle Loder. Tolle Loder, das ist schön. Die müsst ihr jetzt fast öffnen, damit ihr da mal reinschauen könnt. Schauen eigentlich typisch Weko aus, aber doch schöner verarbeitet. Und ziemlich süß gemacht. Hui steht drauf. Ja, bin ich gespannt drauf. Werden heute getestet direkt. Dann, das hatten wir schon. Kommen wir jetzt schon durcheinander. Hier haben wir nochmal die tolle Lola. Und hier müssten wir zweimal Turbosalut haben. Ja. Mache ich die auch nochmal für euch auf, damit ihr das anschauen könnt. Ah ja, die sind auf jeden Fall schön gemacht, also kann man nicht meckern. Eine M circa 8 Gramm, ja, ich bin gespannt. Sind übrigens insgesamt 10 Stück drin. In jeder Vigo-Verkaufseinheit der tollen Lola oder der anderen. Hier nochmal roter Quasar. Ich schmeiß das hier einmal einfach nach links. Hier haben wir noch den Cake 13 von Heron. Den habe ich mir bestellt. Und roter Drache von Blackbox. So, das war's mit dem, mit diesem Paket. Dann geht's noch zu dem letzten kleinen Paket. Und bis gleich. So, und hier das kleine letzte Paket. Ich habe das hier in den großen Karton einfach reingeschmissen. Ist ein Karton, ein ganzer, und ich weiß auch, was drin ist. Das ist die Kamikaze in der Verkaufseinheit. Die hat mir letztes Jahr richtig gut gefallen und deswegen habe ich sie einfach nochmal bestellt. Macht ordentlich Krach. Ärgert die Nachbarn um 0 Uhr. Und ja. Gut, das war's mit der diesjährigen Silvesterbestellung. Ich werde jetzt alles nochmal zusammenpacken und für euch nochmal im Gesamten vorstellen. Dann sehen wir uns gleich. So, dann gibt es hier noch die kurze Übersicht. Fangen wir mal ganz rechts an bei den kleineren Sachen. Hier zweimal Thunder Cube von Leslie. Neuer kubischer Kanonenschlag dieses Jahr zum Testen mit den anderen. Dann hier einmal die Rauchbälle bunt von Nico. 6 Stück in einer Packung. Hier zweimal das Farbset von Röder, das von Blackbox, die verschiedenen Rauchfackeln in jeder Farbe. Dann viermal Ultralux, also ein Breslauer, extrem hell. Hier 20 Packungen King Cobra, zweimal Celebration Cracker von Leslie. Dann hier, habe ich noch nicht gezählt, sind 10 Packungen roter Quasar. Hier vorne einmal die Ghost Scream Rockets von Weko, Neuheit 2014. Das XB-12 Bombenraketenset von Pyroart. Hier einmal eine große Schachtel voller vieler Pakete im Päckchen von den Moskitos von Leslie, eine Neuheit dieses Jahr. Dann hier drunter dreimal kubischer Kanonenschlag von Nico. Hier einmal die Big Flashing Thunder 2 von Weko, also die mit Blitzknall sein sollten, von diesem Jahr neu. Hier zweimal die aktuelle Charge von den Nico Flashbang. Hier unten die JR4 Diablo Raketen von Jorge. Dann haben wir hier einmal die tolle Lola zweimal und die Turbo Salut zweimal. Hier vorne die Dragon Rockets von Vico. Hier hinten zweimal römische Lichter, 30 Schuss von Vico, die Magical Shots. Dann hier unten ist noch das Ring Rocket Raketenset.
Ich hatte ja kaum Platz zum Aufbauen, also es ist doch extrem viel geworden. Dann hier unten, I'm a Crying Wolf, Batterie von Veko. Von Jorge, die Show of Fireworks. Dann hier Erzengel von Blackbox. Die New Generation von Jorge, die Sechser. Roter Drache von Blackbox, Blue Angel von Panda. Dann hier die Top Secret von Jorge, nochmal Roter Drache von Blackbox, Crazy Whistling Comets von Jorge, die Sepia von Pyro Art, Shrill Bill von Blackbox. Hier einmal ein römisches Lichterbündel in Grün, die Symphonie von Blackbox, Schwarze Witwe von Blackbox, hier der Kack 13 von Heron, Ice Sphinx von Blackbox, Top 12 von Blackbox und die Crazy Cat von Veko. Ich hoffe mal, ich habe hier nichts vergessen von dem Ganzen. Die Kamikaze habe ich jetzt gar nicht dazugestellt, habe ich aber auch noch dabei. Ich hoffe, euch hat das diesjährige Unboxing gefallen und ihr freut euch auf die Neuheiten, die heute abgefilmt werden und die nächsten Tage dann kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf Silvester und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Vorfreude machen mit dem Unboxing. Ist ja doch recht früh gekommen, denn ich konnte schon vor Weihnachten abholen. Letztes Jahr kam es später. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen. Viel Spaß beim Schauen, wenn ihr es am Morgen schaut. Einen guten Morgen und ansonsten guten Mittag oder guten Nachmittag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dann.